Heute auf den Tag genau 14 Tage Standzeit für das neu gestaltete Tischbecken hier direkt neben mir und somit eine super Gelegenheit mal zu schauen, wie sind denn diese 14 Tage bisher verlaufen, was gab es vielleicht an Problemen, denn mit 14 Tagen Standzeit ist das Becken in jedem Falle noch voll drinne in der Einlaufphase. Also grundsätzlich kann ich sagen, das Becken hat bis hierher überhaupt gar keine Schwierigkeiten gemacht, weder eine Algenphase durchgemacht, noch übermäßigen Bakterienbelag bzw. Bakterienrasen angehäuft. Lediglich, ja, auf der linken Seite an dem Gehölz ist so ein bisschen was an Flaum, ein leichter Bakterienrasen erkennbar. Das, ja, beschränkt sich aber lediglich auf dieses eine Gehölz auf der linken Seite. Alle anderen Hölzer sind bisher völlig belagfrei. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass jetzt nach 14 Tagen hier noch weiterer Belag entsteht. Dieser Bakterienrasen entsteht in der Regel innerhalb der ersten Tage und baut sich dann nach und nach eben auch wieder ab. Also da sollte man in jedem Falle das Ganze so belassen, wie es ist. Keine Panik bekommen, in keinem Falle absaugen. Das sind ganz normale biologische Prozesse, die da ablaufen. Das ist auch kein Schimmel, so wie immer wieder mal ganz gerne fälschlicherweise das Ganze dargestellt wird. Das sind, wie gesagt, ganz normale biologische Prozesse, die da ablaufen und das Ganze verschwindet auch so, wie es gekommen ist. Ansonsten auf der Wasseroberfläche so eine leichte Karmhaut, allerdings das Ganze wirklich nur minimal, völlig zu vernachlässigen, völlig okay. Wasserwechsel habe ich bisher lediglich einmal gemacht, das aber auch nur, ja, ich sag mal minimal, lediglich 5 Liter, die ich hier rausgenommen habe und mit Frischwasser ersetzt habe. Und dabei habe ich aber auch keinen Biofilm entfernt, also auch da sollte man aufpassen, wenn man Wasserwechsel macht und absaugt, sollte man die Biofilme da belassen, wo sie sind. Wie gesagt, das sind ganz normale biologische Prozesse. Das verschwindet so, wie es gekommen ist. Ja, ansonsten, ich bin völlig einverstanden mit der Einlaufphase bis hierher. 14 Tage Standzeit jetzt für das Becken. Entwickelt sich soweit ganz ordentlich. Das Taiwan-Moos hat sich deutlich erholt. Das sah ja am Anfang ein bisschen eigenartig aus, ein bisschen mitgenommen aus. Aber das ist völlig normal, wenn man diese Moose auf das Holz oder auf das Hardscape aufklebt. Ja, dann leidet es so ein bisschen, dann sieht es ein bisschen kümmerig aus. Aber das Ganze erholt sich innerhalb von kurzer Zeit wieder und das sieht man auch jetzt wieder hier, dass das Moos wieder richtig schön, ja, so langsam aber sicher auch in den Wachstum wieder übergeht. Und das macht schon Spaß mit anzuschauen, wie sich das Ganze hier entwickelt. Die Kryptos, die brauchen ein bisschen Zeit, vollkommen klar. Kryptokorien sind keine schnell wachsenden Pflanzen, die benötigen Zeit. Ja, die Zeit haben sie aber auch. Also von daher auch hier alles in Ordnung. Ja, ansonsten, was die Bepflanzung angeht, möchte ich in jedem Falle noch ein bisschen mehr Masse reinbringen. Ich habe jetzt noch mal ein paar Pflanzen nachbestellt, unter anderem auch Taiwan-Moos, also die Holzstücke möchte ich definitiv noch etwas weiter bemoosen. Auch noch die ein oder andere Kryptokorine wird noch zusätzlich mit eingebracht werden. Also da machen wir in den nächsten Tagen in jedem Falle noch ein bisschen was an der Bepflanzung vom Tischbecken. Aber ansonsten bin ich soweit völlig einverstanden damit, so wie es aktuell sich entwickelt. Was auch mittlerweile wieder eingezogen ist, was ja auch vorher schon im alten Tischbecken in dem Sinne gewesen ist, ist die Epipremnum Sebo Blue, die aus dem Becken herauswachsen kann. Auch die entwickelt sich ja richtig ordentlich weiterhin wie gehabt. Und was hier richtig auffällt, ist dieser massive Wurzelbereich, was die Pflanze ausgebildet hat. Also das schon richtig schön imposant mit anzuschauen und wird mit Sicherheit dann auch super Versteckmöglichkeiten geben für die Perlenwerblinge, die ja auch noch in das Becken einziehen sollen. Ja, mit dem Besatz der Perlenwerblinge möchte ich definitiv noch ein bisschen abwarten, bis weiter ja aufgepflanzt ist, bis mehr Versteckmöglichkeiten in jedem Falle vorhanden sind für die Perlenwerblinge, denn das sind nun mal etwas schreckhafte Gesellen, die mögen es nicht ganz so sehr auf dem Präsentierteller. Insofern wird hier noch ein bisschen aufgepflanzt, dass die Tiere auch eine Rückzugsmöglichkeit haben. Und dann denke ich mal, innerhalb der nächsten Woche werden dann auch die ersten Perlenwerblinge einziehen können. Ja, ansonsten sind ja noch Amano-Garnelen im Becken drin. 6 Stück hatte ich eingesetzt. Alle 6 Tiere sind weiterhin vorhanden. Auch das hat super gut funktioniert. Da ist kein Tier auf, ja, dumme Gedanken gekommen und ist auf Wanderschaft gegangen oder ist gar eingegangen. Ich hatte ja so meine Befürchtung gehabt, dass eventuell über diese, ja, Holzstücke das eine oder andere Tier vielleicht auf die Flucht geht. Ist nicht passiert. Alle 6 Tiere wohlauf. Also auch das hat super gut funktioniert.
Also alles in allem eine richtig entspannte Einlaufphase für das Tischbecken aktuell. Die ersten 14 Tage sind zumindest gut überstanden. Dass es nicht immer ganz so reibungslos läuft, das zeigt mir aktuell das Regal. Und zwar ganz oben das 60-30-20 Becken. Das hat aktuell ganz schön zu kämpfen mit einem ziemlich massiven Bakterienrasen. Also so unterschiedlich können die Einlaufphasen ausfallen. Obwohl das Becken hier deutlich mehr bepflanzt ist als das Tischbecken, ist eben hier die biologische Aktivität wesentlich höher. Da ist richtig was im Gange. Aber auch das werde ich einfach aussitzen. Auch das wird wieder verschwinden, so wie es gekommen ist. Ebenfalls in der Einlaufphase ein paar Tage länger als das Becken oben sind ja die beiden Cubes hier unten im Regal und da verhält es sich wiederum komplett anders. Da hier macht es überhaupt gar keine Probleme. Ja, auf der linken Seite immer noch so ein bisschen milchig das Ganze. Das liegt aber eben daran, dass ich hier viel Mulm habe stehen lassen, viel Altwasser habe stehen lassen. Ich hatte es ja bereits schon mal erwähnt. Aber ansonsten eher spärlich bepflanzt, lediglich Java-Moos eingebracht, Filter. Dieselben wie auch oben, also überall Aquael Pad Mini, Tischbecken als auch oben, die beiden Cubes, Aquael Pad Mini. Der Sand hier unten in den beiden Cubes ist der gleiche wie oben, aber eben ein komplett anderes Verhalten. Hier ist biofilmtechnisch relativ wenig zugange, also so unterschiedlich können die Einlaufphasen sein. Ja, ich hatte ja erwähnt, dass ich für das Tischbecken noch ein paar Pflanzen bestellt habe, dass da noch ein bisschen was aufgepflanzt wird. Und das sind in jedem Falle auch noch ein paar Pflanzen dabei für die beiden Cubes, um das Ganze einfach noch ein bisschen besser in den Gang zu bringen. Es soll in jedem Falle noch ein bisschen was aufgehübscht werden. Ja, ansonsten das Pastellgründel-Zuchtbecken, das steht wie eine 1 eigentlich, macht überhaupt gar keine Probleme. Aktuell, ja, so ein leichter Belag an den Scheiben. Das liegt eben daran, dass ich hier ausschließlich nur noch Lebenfutter füttere, sieht man den Tieren auch an, stehen ordentlich gut im Futter, auch die ersten Weibchen, ja, so langsam aber sicher mit einer ordentlichen Entwicklung an den Bäuchen, also das schaut soweit richtig gut aus. Ich bin mal gespannt, wie schnell oder wie lange es noch dauern wird, bis sich hier die ersten Paarungsversuche dann noch einstellen werden. Macht in jedem Falle eine ganze Menge Spaß mit den Pastellgrundeln. Ansonsten ist hier am Regal nichts weiter passiert in den letzten Tagen. Die kleinen 6 Becken, die noch rein sollen, die stehen natürlich noch komplett aus. Letzte Woche war ja Auflösung der Altbestände angesagt und da das jetzt soweit auch ganz gut abgeschlossen ist, kann ich mich jetzt um die Komplettierung dann auch kümmern vom Regal. Stück für Stück geht es in jedem Falle weiter. Besatzumbruch ist nun mal nicht von heute auf morgen abgeschlossen. Ja, ich würde sagen, wo es in jedem Falle die nächsten Tage mit losgeht, ist das Beta-Projekt. Ich freue mich wahnsinnig drauf und ich werde auch gleich nochmal los müssen, ein paar Kleinigkeiten besorgen, damit es dann auch losgehen kann. Deswegen würde ich sagen, für heute Deckel drauf auf das Video. Einlaufphase 14 Tage für das Tischbecken, auch gleichzeitig mal das Regal mitgenommen, um mal so zu zeigen, ja, wie unterschiedlich eine Einlaufphase eben laufen kann. Ziemlich imposant ist es eigentlich hier im Regal, derselbe Filter. Und auch dasselbe Sand, ja, im oberen Becken als auch in den beiden Cubes unten, aber eben eine komplett unterschiedliche Entwicklung. Ja, das soll es gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, immer wieder gerne ab damit in die Kommentare. Ich danke euch natürlich fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis bald. Tschüss.